Das war nicht das erste Mal, aber das erste Mal in der Bundesliga. Aber das war gut, das war ein gutes Gefühl und auch die richtigen Tore am Ende. So, das war top und muss ich sagen, habe ich mit den Fans, das war toll, weil sie waren alle heiß und ich war auch heiß. So, das war eine perfekte Kombination. Wie man gesagt hat, wenn man was gewinnt, dann sollte man sich auch immer wieder belohnen. Und gestern war ich mit meinem Trainerteam und mit den Familien, waren wir einfach nochmal was trinken, weil wir einfach nicht nach Hause gehen wollten. Ich weiß nur, dass es ein sehr wichtiger Sieg ist in so einer Phase, in der wir sind. Anfang der Saison, du hast das erste Spiel verloren und dann ist es immer gut, wenn du gleich dein Heimspiel, wo du unter Druck bist, gewinnst. Macht es ein bisschen einfacher. Aber mehr auch nicht. Ich freue mich, dass er eine gute Leistung hat. Ich denke da nicht dran, ob ich jemanden piekse. Entscheidend ist, dass er Schwung reingebracht hat. Er hat sich gut bewegt, unabhängig vom Tor. Weil für mich ist eine Torvorbereitung genauso viel wert wie ein Tor. Und er hat das letzte Tor sehr gut vorbereitet. Ich finde, er hat ein paar gute Bälle gehalten. Also das ist gut und das soll er mitnehmen. Ich glaube, auch alle waren so ein bisschen angetan, auch von der Atmosphäre natürlich. Ne? Und das kann ich nur heute noch mal bestehen, dass es einfach klasse war. Mit den Zuschauern war mal gestern eine sehr, sehr gute Einheit. Und ich glaube einfach, man hat es gespürt vom Platz auf die Ränge, aber umgekehrt auch genauso.